Ja, meine Güte. Hallo? Ja, meine Güte, ich bin ja natürlich ganz überwältigt, so viele Zuhörer und Zuseher zu haben. Also tatsächlich, wie gerade angekündigt, ich war in Berlin heute und beim Bundestag und habe dort unseren Direktmandat, Herrn Dr. Feist, getroffen, um ihm über mein sozusagen neues Startup zu berichten. Aber darüber wollen wir ja jetzt gerade gar nicht reden, sondern wir reden über die tatsächlich mein erstes Startup, nämlich die PG40 Consulting Group. Und ich habe so ein paar kleine Bilder in mein Moleskine gemalt gehabt, und das ist die, die wir jetzt hier sehen. Das startete mit einer, ich nenne das mal so, einer saucoolen Idee. Also ich selbst war schon sehr viele Jahre Berater gewesen bei den großen Beratungen, PwC, IBM und weiteren. Und wir hatten eine tolle Idee, wie man sagt, meine Güte, das kann man doch eigentlich mindestens genauso gut machen, indem wir das Beratungsunternehmen möglichst klein halten und sehr viele Partnern, um dadurch erheblich spezialisiertere Leistungen anbieten zu können. So, jetzt gucke ich mal, ob das hier weiterschaltet. So, das ging damit weiter, dass wir aus dieser tollen Idee auch ein Team gebildet haben. Das heißt, wir waren so nach und nach immer mehr Leute. Das heißt, wir waren, weiß ich, zu guten Zeiten bis zu 25 Leute im Unternehmen. Wobei, wie ich es schon erzählt habe, die meisten Unternehmen in der Partnerschaft in dem Unternehmen drin waren. Wir haben sehr große Kunden gehabt. Also da haben wir an sich auch noch, aber da komme ich später noch dazu. Volkswagen, Audi, wir waren weltweit unterwegs, USA, Kanada, Mexiko, Russland, China. Ja, und waren damit sehr erfolgreich. Jetzt, genau, das zeigt das auch ganz deutlich. Das heißt, wir hatten ausgesprochen hohe Umsätze und damit auch Gewinne. Das heißt, nur mal so als Idee, ne, das war dann in dem einen Jahr, also das ging von, das startete schon im ersten Jahr, glaube ich, mit einer Viertelmillion, das war im zweiten Jahr mit einer halben, im dritten Jahr mit, weiß ich nicht, knapp 3 Millionen. Also das ging, also ne, so wie auf dem Bild, das stimmt ungefähr. So, aber, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Problem. Das Schlimme, und das ist das, was ich sage, was man so schlecht vorausahnen kann, ist, auch wenn alle eigentlich so ein Top-Team sind, das, was ich dort malen wollte, ist Gier. Man kann sich das nicht vorstellen, dass, obwohl eigentlich unglaublich viel, sage ich mal, Einkommen da war. Ich meine, für ein Startup ist das irre. Ne? Also ich meine, wir haben mit einem Luxus gelebt, ne, von dem man eigentlich nur träumen kann. Ne? Es führt aber trotzdem dazu, dass es dann Mitglieder gab, die meinten, meine Güte, da kann ich doch vielleicht noch mehr rausholen. Und insbesondere für mich. Also mein Steuerberater hat immer einen schönen Begriff dafür, der sagt, Risiken und Verluste sozialisieren, Gewinne individualisieren. Das heißt, alles für ihn, ne, und den Rest müssen die anderen machen. Ja, das führte natürlich zu Unstimmigkeiten im Unternehmen, und zwar hochgradig. Das heißt also, im Prinzip flog unser Unternehmen auseinander. Das heißt also, ich sag's mal so, die mit der Gier, die sind dann gegangen, haben gesagt, da gründen wir selber jetzt ein Unternehmen und machen dasselbe, nur besser. Dann teilen sich natürlich Kunden, das heißt, wir haben, also es ging natürlich darum, jetzt Projekte mitzunehmen und so weiter. Und was sehen wir hier genau, das war dann der nächste Schritt. Schließlich landeten wir dann auch hier vom Landgericht in Leipzig, haben uns da 2 Jahre mit abgeplagt. Mit dem Ergebnis, dass da, also das heißt wir, also das heißt die PG40 wurde von denen dann verklagt für eine für uns sozusagen unerträgliche Summe, das heißt deswegen kam dieses Wort Insolvenzform vor. Tatsächlich haben wir es aber nach 2 Jahren geschafft, da wieder rauszukommen, ohne dass wir auch nur 1 Cent zahlen mussten. Und mal gucken, ob das hier weiterschaltet. Jetzt. Achso, das wollte ich noch sehen. Genau, was natürlich klar war, ist, dass damit natürlich durch diesen Rechtsstreit, durch die Teilung, diesen ganzen Ärger, natürlich die ganzen Umsätze dann wieder im Keller waren. Das heißt, man verliert die Kunden, man verliert natürlich auch die Partner im Unternehmen, man verliert Motivation und vor allen Dingen unglaublich viel Energie, weil natürlich die ganze Energie in diesem Rechtsstreit landet und nicht im Unternehmen. So, aber last but not least, was ich hier noch andeuten wollte, ist, dass im Ende davon keiner was hatte. Das heißt,
auch die, die meinten, sie können damit jetzt erfolgreicher sein, indem sie das alleine machen und besser, haben es nicht geschafft. Das heißt, sie haben zwei Unternehmen gegründet, sie haben beide haben es nicht funktioniert, sind inzwischen wieder angestellt bei einem Beratungsunternehmen. Die gute Nachricht ist, dass die PG40 überlebt hat. Das heißt also, wir sind sozusagen in diese, wir haben es geschafft, diese Talsohle wieder zu überwinden. Das heißt, wir haben einen Großteil unserer alten Kunden wieder zurückgewonnen, wir haben wieder Projekte und es geht wieder aufwärts. So, das heißt aber trotzdem, die Botschaft, das ist das, was ich hier noch sagen wollte, ne? Wieder zurück auf los, ne? Man fängt wieder ganz von vorne an. Alles wieder genau dasselbe nochmal, neue Runde. Und nochmal, wir hatten sehr viel darüber nachgedacht, wie wir das richtig machen, damit sowas nicht passiert. Und egal, wie viel man darüber nachdenkt, man kann blöderweise nicht alles vorausahnen. Insbesondere das. Und das aber trotzdem so mindestens so als Botschaft, immer dran denken, wenn das Team auseinanderfliegt, ist alles hin. Ne? Egal wie toll ihr seid, egal was ihr Tolles gemacht habt, wenn das Team nicht zusammen funktioniert, ist das Ganze nichts, wird das nichts. So, danke.